Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich wollte eigentlich nur leveln und dabei ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Biest jetzt reden kann. Und da war ja noch was. Wir müssen mit ihm ja noch ein romantisches Essen planen. Das heißt, wir geben ihm jetzt mal schnell die Sachen. Ja. Hallo. Biest, die Stunde hat geschlagen. Bist du bereit für deinen Abend mit Belle? Ich bin mir nicht sicher, Gameplayerin. Oh nein, hast du dir die ganze Zeit Sorgen darüber gemacht? Okay. Du schaffst das. Du verstehst das nicht. Du kommst mit allen im Tal gut klar. Aber ich... Ich war auch schon mal in der gleichen Situation. Tut mir leid. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, aber versuch dich auf Belle zu konzentrieren. Erinnere dich daran, wie du Belle vor dem Wolfsrudel gerettet hast. Hast du da auch an dich gedacht? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe an Belle gedacht und daran, dass ihre Sicherheit für mich das Wichtigste ist, was es gibt. Siehst du? Versuche das zu nutzen. Ich werde es versuchen. Das ist alles, was wir tun können. Frag Belle, ich kümmere mich noch um den letzten Schliff, damit alles besonders romantisch aussieht. Du solltest mir wahrscheinlich den Tisch zurückgeben, damit ich alles vorbereiten kann. Danke, dass du darauf aufgepasst hast. Natürlich. Hier, bitte, Gameplayerin. Außerdem... Danke. Ich weiß, dass ich manchmal etwas schwierig sein kann. Vielen Dank. Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen. Wie einfach eine gute Herrscherin zu sein. Ich versuche, andere so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Das Dorf ist sehr froh darüber, dich hier zu haben. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ja, das will ich doch hoffen. Bereite den romantischen Tisch für das Date vor. Wie war das nochmal? Ich musste das irgendwo hinstellen. Steht jetzt hier nicht drin. Steht jetzt hier nicht drin. Oh, wir können noch eine andere Quest machen, sehe ich übrigens gerade. Steht jetzt hier leider nicht drin, aber ich meine, er hatte irgendwo was gesagt, wo er... freien Blick auf die Sterne hat. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwo ein Plätzchen aussuchen, wo es relativ frei ist. Wir machen das einfach mal hier. Ist es doch schön mit dem Baum und so. Ich bin mir nicht sicher, aber wir machen es mal. Dann machen wir mal in die Richtung. Zack. So. Ja, wunderbar. So, Moment, wie war das nochmal? Mit Tee und... Das ist doch ein schönes Bild. Da gucken sie wenigstens auch mal alle rein. So. Naja, da gucken wir irgendwie alle total bedrüppelt. Versuchen wir noch einmal ein schönes Bild zu machen. Ja. Naja, gut. Aber wenigstens hat er dabei gelächelt. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Juhu, nicht abhauen. Ich kann mit dir reden. Also, wie ist es gelaufen? Ich habe keine Worte, um es zu beschreiben. So gut? Besser. Das ist großartig, Biest. Ich freue mich so für dich. Worüber habt ihr gesprochen? Alles. Alles und nichts. Belle hat mir erzählt, was sie im Tal alles gemacht hat. Und... Naja, jetzt wirkt es nicht mehr so einschüchternd. Hurra! Sie hat mir sogar einige Gedichte vorgelesen. Ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht von mir entfernt, sondern wächst. Und jetzt weiß ich, dass sie das gerne mit mir teilen würde. Oh, und sie mochte das graue Zeug sehr gerne. Graue Zeug? Hatte ich also recht. Das ist ja süß. Da hast du recht.
Bill ist wirklich bezaubernd. Ich habe von dir gesprochen. Oh, ich... Danke? Danke. Zum ersten Mal seit langem war mein Aussehen nicht der Mittelpunkt meiner Gedanken. Es freut mich, dass ich helfen konnte, Beast. Jetzt geh und genieße die Zeit mit Bell. Das werde ich. Aber bitte nimm dies als Zeichen meines Dankes. Du hast viel Geld für diesen Tisch ausgegeben, also solltest du ihn auch behalten. Du bist ein sehr guter Freund. Ja, und damit haben wir endlich das Biest ohne Biss aus abgeschlossen. Und warum gehen die zwei jetzt hier getrennter Wege? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Ich dachte, die wollten sich jetzt noch ein bisschen unterhalten oder ähnliches. Ich wollte mal eben gucken, aber ich habe ja gar keinen Platz mehr, ne? Ich hätte sonst gesagt, wir machen diesen wundervollen Tisch irgendwo hier vom Jeremy. Ach ja. Es ist fast ein Jahr her, dass ich diese wundervolle Weihnachtsdeko hingestellt habe und in 2 Monaten ist schon wieder Weihnachten. Ich sag ja, ich kann die einfach stehen lassen und dann ist alles gut. Ja, das mit dem Tisch muss ich mal gucken. Aber vielleicht, müssen wir mal kurz gucken, vielleicht können wir das auch einfach bei denen hinstellen, dass wir das irgendwo in die Nähe... Nee, das ist doch wieder die falsche Richtung. In die Nähe vom Schloss hinstellen. Das wäre doch auch eine ganz schöne Sache. Dann können die immer, wenn die Lust haben, können sie sich dann hier hinsetzen. Und kann man das hier wegmachen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und, nein, was mache ich denn hier? Tische, genau. Und unter den Sternen dinieren. So, romantischer Tisch zum Abendessen. Ach, da ist aber die Decke jetzt weg. Schade. Kann man das noch ein bisschen biegen, dass ich das mal angucken kann? Ich mache das mal hier hin. So. So, ist doch wunderbar. Dann können die zwei immer, wenn sie möchten, können sie hier in die Sterne gucken. Hinten ist sogar ein Sternenbild. Und dann können die hier romantisch essen. Wunderbar. Ja, ich habe jetzt noch eine andere Aufgabe. Ich drücke heute nur noch die falschen Tasten irgendwie. Taten der Fürsorge. Das Vergessen scheint sich mit den anderen Dorfbewohnern immer mehr anzufreunden. Schau nach dem Vergessen. Machen wir doch gerne. Ich werde das Vergessen erstmal suchen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe sie gefunden. Hi. Gameplayerin, ich habe gerade nach dir gesucht. Du scheinst heute ziemlich glücklich zu sein. Ich glaube, ich habe mich die letzten Tage ziemlich gut gefühlt. Und ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, dieses gute Gefühl zu verbreiten. Klar, worum geht's? Ich war mit Mickey, Minnie und Goofy unterwegs und das brachte mich zum Nachdenken. Ich dachte an den Tag, den du in der Traumwelt gesehen hast, als ich versucht habe, ihnen zu helfen, aber sie mich im Stich gelassen haben. Das war nicht deine Schuld. Ich weiß, dass es nicht meine Schuld war, aber ich würde meine Fehler trotzdem gerne korrigieren. Mickey wollte Hilfe beim Blumenpflücken für Minnie und Goofy wollte Hilfe, eine Bouillabaisse zu kochen. Vielleicht können wir sie damit überraschen. Das ist eine großartige Idee, aber lass uns eine Sache nach der anderen angehen. Fangen wir mit den Blumen an. Wir brauchen ein paar der schönsten im Tal. Lass uns ein paar weiße und rosafarbene Bartfarben, schwarze Passionslilien sowie rote Gänseblümchen pflücken. Okay. Ja, danke, danke. Dann müssen wir hier erstmal wieder raus. Es ist für mich schon total verwirrend, überhaupt hier reinzukommen, aber jetzt hier wieder rauszukommen. Das ist für mich noch verwirrender. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist die Tür, die nach oben führt, oder? Die führt wieder runter. Ja, okay. Wunderbar. Dann verlassen wir erstmal das Schloss. Jetzt hat sie sich wieder hierhin teleportiert. Also ehrlich.
Man weiß nie, wo die ist. So, alles im Dunkeln, alles im Dunkeln. Dann schauen wir mal, zweite Etage. Wir brauchen weißer und rosafarbener Bartfaden. Ah ja, das waren die, wusste ich es doch. Achso, ja, da steht es ja auch dran. Moment, da müssen wir einmal aufteilen, zack, und aufteilen, zack. Moment. Nee, rotes Gänseblümchen? Weiß, also drei weißer und rosafarbener Bartfarben, rotes Gänseblümchen. Achso, das waren die roten. Okay. Nein. Oh, ich krieg das heute nochmal hin. So, ich teile drei auf und dann wieder zurück. Und dann dieses Rosane, da habe ich eh so viel von. Da teilen wir dann einfach auch nochmal drei auf. Wobei, ich glaube, von dem einen brauchte ich jetzt gar nicht drei, aber egal. Ja, da brauchte ich nur zwei, genau. Dann tun wir ein rotes Gänseblümchen, tun wir wieder zurück. Und eine schwarze Nein, halt, stopp. Ein rotes Gänseblümchen geht zurück. Und eine schwarze Passionslilie haben wir noch, wenn auch nicht mal besonders viel. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich mache mal vorsichtshalber drei, den Rest können wir immer noch. Ja, jetzt kann ich es natürlich. Nein, 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 halt. Nein, nicht rausgehen. Ich gebe dir die mal. Bitteschön. Du schenkst mir die Blumen? Sollten wir sie nicht lieber Mickey geben? Ganz genau. Und du wirst sie ihm geben. Oh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal jemanden ein Geschenk gemacht habe. Was soll ich sagen? Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, das ergibt Sinn. Aber warte, was soll ich mit meinem Gesicht machen, während ich sie ihm gebe? Lächeln? Okay, klar, das kann ich machen. Warte, eine Sache noch. Was ist, wenn Mickey die Blumen nicht mag? Vertrau mir, er wird sie mögen. Das sind wirklich schöne Blumen. Mickey wird sie lieben. Okay. Ich glaube, ich bin bereit. Los, gib Mickey die Blumen. Nein, du sollst das tun. Sieh zu, wie das Vergessen die Blumen übergibt. Okay, dann gehen wir jetzt mal direkt hier raus. Die Frage ist, wo läuft sie jetzt hin? Ich muss jetzt erstmal. Hallo, Vergessen? Die ist schon wieder wegteleportiert hier. Eieieiei. Moment, Moment. Wo haben wir dich denn? Mickey ist hier, aber das Vergessen ist irgendwie nicht hier. Ich habe wirklich Glück. Meine Nachbarn sind toll. Ja. Die ist weg. Die kommt nicht mehr. Hä? Willst du mich veräppeln? Ist auch nicht mehr hier drin. Hallo. Vergessen. Mickey ist hier. Also ich verstehe es überhaupt nicht, ne? Stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch? Ich meine, die ist doch gerade noch da gewesen. Ist sie jetzt wieder in ihrer Welt oder was? Oder, Moment, Mickey, komm mit. Nee, nicht weglaufen. Nicht weglaufen, Kleiner. Komm mal her. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Ja, ja, lass uns mal abhängen. So. Wir gucken mal, ob wir das Vergessen jetzt finden können. Nee, aber das steht im Dorf. Oh, das muss im Dorf sein. Wir gehen aber trotzdem mal eben gucken. Ob die jetzt wieder hier ist, weil... ich verstehe es nicht. Da ist sie. Ah! Hallo, Mickey. Es gibt etwas, das ich mit dir teilen wollte. Ah, wirklich? Was ist?
ist das? Blumen. Blumen. Wir dachten, dass sie dir und Mini gefallen könnten. Es ist, als ob du meine Gedanken gelesen hättest. Ich habe gerade gedacht, dass Mini sich heute über Blumen freuen würde. Du magst sie? Sie mögen. Sie sind wunderschön. Und ich weiß, dass Mini sie auch lieben wird. Dankeschön. Ich bin so froh, dass sie dir gefallen. Ja. Mickey schien so glücklich über die Blumen zu sein. Das fühlte sich irgendwie toll an. Jetzt möchte ich für jeden im Dorf etwas Nettes tun. Das ist eine tolle Einstellung. Der Wunsch, Menschen zu helfen, ist fantastisch, aber man kann leicht ausbrennen, wenn man sich nicht genug Zeit nimmt. Warum fangen wir nicht damit an, nur für Goofy etwas Nettes zu tun, wie wir es geplant haben? Oh, du hast recht. Das hätte ich fast vergessen, nicht wahr? Wir müssen eine Bouillabaisse für Goofy kochen, aber wir sollten versuchen, sie dieses Mal frisch zuzubereiten. Ich zeige dir, wie du frische Zutaten bekommst. Wir müssen ein bisschen gärtnern und angeln. Komm mit. Du kannst gut zuhören. Na, so Mickey. Wuhu. Tschüss. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr. So, ernte eine frische Tomate von deinen Feldern. Ja, toll. Ich habe keine, glaube ich. Ich weiß es nicht. Fange eine frische Garnele. Achso, ich bin ja noch hier. Ich habe noch keine Karte. Ich drücke hier wie blöde die ganze Zeit auf die Karte drauf. Eine Tomate. Wo konnte man Tomaten kaufen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Oh, Tomate. Du bist mein Lebensretter, Wally. Tomate. 3 Stück? Von deinen Feldern. Och, ihr wollt mich doch jetzt wirklich, oder? Ist das jetzt euer Ernst? Aber was sollen die da mit Tomaten machen am Strand? Ich glaube nicht, dass es hier welche gibt. Doch, Tomaten. So, Moment. Ich nehme jetzt mal, spaßeshalber, kaufe ich mal eine Tomate. Ich glaube nicht, dass der das annimmt. Ja, ich kaufe da mal 11 von. So. Ich kaufe da auch mal 10 von. Wer weiß, wofür ich die noch gebrauchen kann. Das macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen. Nachher haben die nicht mehr im Angebot oder so. So, dann brauche ich erstmal ein Plätzchen. Und muss dann eine Tomate pflanzen. Jetzt habe ich direkt die andere auch noch mitgegeben. Gossen. Okay. Ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt natürlich nicht so genau, wie lange das dauert, bis diese Tomate fertig ist. Ich würde sagen, ach nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil dann haut der Typ mir ab. Ach nee, ich würde sagen, dass wir in der Zeit noch die Garnele angeln. Wo kriegen wir denn jetzt nochmal Garnelen her? Garnelen. Ach, das waren auch noch die, die man so schlecht kriegt. Am schillernden Strand. Naja, immerhin. Ich muss vor allen Dingen eine frische fangen. Ich darf jetzt wieder nicht die von Vajana nehmen. Ach, das ist doch alles so blöd, ehrlich. Wieso kann ich die nicht einfach kaufen und Geschenk kriegen und so? Natürlich kriege ich jetzt keine Garnele. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich irgendwo... Achso, das war das Schwein. Dass ich irgendwo einen Platz brauche, der so wie hier irgendwie bunt ist. Ob der jetzt blau sein muss, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bunt. Achso, falsche Seite. So. Ach, mal schauen. Wenn das jetzt natürlich zu lange dauert, dann mache ich hier mal einen kleinen Cut zwischendurch. Das Problem ist auch, steht das hier mit bei? Ich bin mir nicht sicher. Garnele.
Nee, steht nicht bei. Kann man auch nicht aufklappen oder so, ne? Steht nicht bei, wann man die jetzt angeln kann. Wenn man die nämlich jetzt nicht in der Nacht angeln kann, wäre das natürlich blöd. Weil wir ja nun mal gerade jetzt Nacht haben. Hier ist nochmal eine blaue Stelle. Da hinten ist nochmal eine weiße. Ah, das ist wieder zu weit. So, die beiden Stellen hier probiere ich jetzt noch. Und dann würde ich sagen, cutte ich das, bis ich dann eventuell eine Garnele gefunden habe. Ja, oder wir kriegen jetzt eine. Man muss es nur androhen. Sehr schön. Was war denn das? Der hat mir jetzt vor die Füße geworfen, oder was? Hier ist aber noch eine Erinnerung. Ah, was von der Eiskönigin. Sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich die gepflanzt habe. Hier habe ich sie gepflanzt. Ja, jetzt müssen wir aber trotzdem noch auf die Tomate warten. Deswegen mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns wieder, wenn die Tomate fertig ist. Ja, und da sind wir wieder und wir können endlich die Tomate ernten. Nein, ich krieg die Krise. Ernte ein anderes Gemüse von deinen Feldern. Ja gut, okay, das wird jetzt nicht so schwer sein. Goofy ist mittlerweile auch schon wieder... Ah nee, okay, er ist noch mit uns verbunden. Fisch zwei weitere Arten an Meeresfrüchten. Also angeln, nehme ich mal an, meinen die damit. Machen wir das doch eben. Sollt ihr... ja. Was heißt ein Meeresfrüchten? Ich sag mal, angeln kann man... Hallo? Der war ja wohl eindeutig drin. Angeln kann man ja nur Fische und keine Früchte. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Also ich kann hier theoretisch Muscheln einsammeln. Aber die kann ich halt nicht angeln. Und Fische werden offenbar auch nicht angenommen. Ja, das könnte jetzt natürlich noch sehr problematisch werden. Sehr, sehr problematisch. Sieht übrigens sehr schön rosa aus. Na gut, das ist wieder keine Meeresfrucht. Oh, wir können aber noch was einsammeln hier. Eine Erinnerung, ich bin mir nicht sicher, das könnte eventuell ein Fisch unter Wasser sein, an der Kette. Achso, die Hexe und der Zauberer, vielleicht war es dann auch doch kein Fisch. Ich muss mal eben testen, falls ich hier irgendwo eine finde. Warst du dafür geboren zu herrschen. Ob die mit Fischen in Anführungszeichen auch meinen, weil es halt Meeresfrüchte sind, dass man eventuell Muscheln holen kann. Aber offenbar kann ich hier noch nicht mal welche einsammeln. Das heißt, selbst wenn ich wollte, könnte ich das jetzt gar nicht kontrollieren. Eieieiei. Okay, hier hinten ist auf jeden Fall erstmal wieder eine neue Stelle. Aber die können doch nicht... Steht halt Fischen, ne? Die können doch nicht meinen, entweder muss man wieder so ein Krustentier holen, was ich nicht glaube. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen irritiert jetzt hier. Hier sind nochmal Muscheln. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Gut, damit das vielleicht einfacher ist, nehme ich die Muscheln hier. Okay, also die Muscheln meinen sie definitiv nicht. Kann man hier ein bisschen Platz vielleicht bekommen? Ich komme hier nirgendwo mehr rum. So. Da ist eine Angel. Eine Flasche. Was macht die denn hier? Kann man die nehmen? Muss ich gleich mal kurz gucken. Das ist wieder nur ein Fisch. Der wird diesmal nicht rausgeschleudert. Keine Ahnung, warum die manchmal rausgeschleudert werden. Nee, aber die darf ich offenbar nicht nehmen. Ja, also das wird jetzt noch interessant werden. Kann man das denn irgendwo sehen, was die mit Früchten meinen?
Angeln. Hallo? Wieso ist er aus der Sammlung rausgegangen? Aber Garnele steht ja auch nicht. Es sind halt alles nur Fische. Fisch, zwei weitere Arten an Meeresfrüchten. Wie soll ich das denn machen? Ich muss es ja offenbar selber machen. Ernte ein anderes Gemüse, kein Thema, kann ich irgendetwas ernten, was ich so hab. Aber was zur Hölle verstehen die dann unter andere Arten von Meeresfrüchten? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Und wenn ich irgendetwas finden sollte, was jetzt da ins Bild passt, also was wirklich funktioniert, dann werde ich euch gleich wieder hinzuschalten. Und ja, in der Hoffnung, dass ich hier zumindest mal ansatzweise einen Punkt finde, herauszufinden, was ich jetzt da genau angeln soll, nehme ich mal an, Fragezeichen. Damit das halt diese komischen, ominösen Meeresfrüchte sind, die man da angelt. Ich sag mal bis gleich. So, jetzt haben wir nochmal eine Garnele. Ja. Also wir müssen tatsächlich Garnelen nochmal zwei angeln. Das wird ja lustig. Die sind scheinbar immer nur bei den blauen Plätzen. Ganz recht, ich bin Maui. Ganz recht. Maui stimmt mir dazu. Ich schau mal, sonst haben wir jetzt leider Hallo, ich wollte hier nicht rein. Ich muss das echt mal woanders hinstellen. Sonst haben wir ja leider keine anderen blauen Plätze mehr. Ich schaue nochmal ein bisschen rum. Wenn ich nochmal einen finden sollte, also sprich eine Garnele angeln sollte, dann schalte ich euch nochmal hinzu. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, ich war ein bisschen blöd, weil mir ist nämlich aufgefallen, wir haben doch Goofy extra mitgenommen, damit der nicht abhauen kann, also wahrscheinlich nicht abhauen kann. Und entsprechend, der ist ja aufs Angeln eingestellt als einziger von den Leuten hier. Und entsprechend kommt natürlich dann immer ein Zusatzfisch, also öfter mal ein Zusatzfisch raus, so wie jetzt. Er wollte das jetzt mal eben zeigen. Und deswegen kommen die natürlich hin und wieder rausgesprungen. Ja, das ist mir vorhin entfallen. Ich laufe nochmal ein bisschen auf und ab in der Hoffnung, dass nochmal was Blaues regeneriert und angel hier auch zwischendurch immer mal wieder. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich denn die zweite Garnele gefangen habe. Oder auch nicht, weil ich sie jetzt gerade direkt gefangen habe. Sehr, sehr geil. Hier liegt auch nochmal was. Seetang. Ernte ein anderes Gemüse. Da müssen wir mal schauen. Am besten nehmen wir eins, was wir dann direkt wieder einpflanzen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das müsste theoretisch der Raps sein, hoffe ich mal. So. Ja, kaufen. Reis, nicht Raps. Entschuldigung. Ich bin so eine Niete im Garten. Ich merke das schon. Okay, setzen wir die jetzt. Nein. Oh, ich dachte schon, er hat das falsch jetzt da reingemacht. Hallo. Du sollst das eigentlich bewegen. Da. Jetzt aber. Gießen wir das auch nochmal kurz. So. Moment. Hä? Ernte ein anderes Gemüse von deinen Feldern. Ach, das zählt jetzt nicht unter Gemüse oder was? Oh, euer Ernst. Na gut. Koche eine frische Bouillabaisse. Achso, ich sollte vielleicht nach Hause porten. Das dauert dann nicht so lange. Können wir eigentlich auch mal kurz nach Remi reingehen. Bevor ich jetzt da hochgelaufen bin und alles. So, eine frische Bouillabaisse. So, zack. Automatisches Auffüllen. Ob ich jetzt die Rosa haben will, weiß ich nicht, aber ist mir egal jetzt. Und perfekt. Perfekto, 5 Sterne.
Bringe Goofy die Bouillabaisse. 5-Sterne-Menü, das wollte ich sagen. Bitteschön, Goofy. Irgendetwas riecht wirklich gut. Hui, Gameplayerin, ist das eine Bouillabaisse? Das ist richtig. Das Vergessen und ich haben sie für dich mit den frischesten Zutaten zubereitet. Wow! Wow, danke. Das ist wunderbar nett von euch. Sag mal, warum kommt ihr beiden nicht rüber und wir teilen sie uns? Ich habe gerade einen Kuchen gebacken, den wir als Nachtisch essen können. Klingt nach einer großartigen Idee. Sind wir jetzt schon fertig oder was? Hui, das war wirklich super, Gameplayerin. Das Vergessen gewöhnt sich immer mehr daran, mit mir zu plaudern. Vor allem bei Brettspielen ist das sehr gut. Das sollten wir irgendwann wiederholen. Ja, kehre zum Vergessen zurück. Ich dachte eigentlich, ich habe gehofft, dass es jetzt neben mir steht. Wahrscheinlich muss ich es jetzt wieder überall hier suchen. Bei meinem Glück. Ja, sieht so aus, dass ich mal wieder zurückkehren muss. Aber gut, Goofy ist erledigt. Der kann auch gerne zurückkehren, wohin auch immer er möchte. Ist auch, glaube ich... Oh, ne, er ist doch mitgekommen. Entschuldigung, Goofy, dich brauchen wir erstmal nicht mehr. Danke. Bis bald. Bis bald. Ich finde das immer noch sehr schön, irgendwie von der Optik her. Ja, da ist er. Hi. Gameplayerin, ich... Das war so... Ich... Nun, ich kann es einfach nicht glauben. Hat es dir die Sprache verschlagen? Noch nie hat sich jemand die Zeit genommen, mir zu zeigen, wie man so etwas macht. Du warst geduldig mit mir. Ich bin wirklich froh, dass wir jetzt Freunde sind. Was? Ach so, sich um dich zu kümmern. Das fühlt sich an, als würde ich mich um mich selbst kümmern, weißt du? Ich schätze, das ist richtig, oder? Ich hoffe, dass ich dir eines Tages genauso viel helfen kann, wie du mir geholfen hast. Wir sehen uns, Gameplayerin. Ich denke, ich werde heute versuchen, ein paar gute Taten zu vollbringen. Und sehen, wie viele Menschen im Tal ich helfen kann. Oh, stimmt. Ich habe Dagobert Duck neulich schon bei der Inventur in seinem Laden geholfen. Er hat mir das hier gegeben, aber ich finde, du hast mindestens die Hälfte davon verdient. Oh, wow. Ist nicht viel jetzt für mein Konto, also auf mein Konto bezogen. Aber das ist schon eine ganze Menge, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dementsprechend sind wir jetzt endlich durch, auch wenn es zwischenzeitlich mal ein bisschen länger gedauert hat. Ich denke mal, ich werde das Ganze halt so ein bisschen zusammenschneiden, damit die Folge nicht allzu lange wird. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir sehen dann in der nächsten Folge, denke ich mir mal wieder, eine weitere Quest. Ja, entweder vom Beast oder vom Bell, je nachdem, wen ich zuerst gelevelt habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.